Herzlich willkommen am Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen- und Umformtechnik in Dresden. Mein Name ist Moritz Fraunhof und ich möchte Ihnen heute die Arbeiten der Gruppe Applikationen funktionaler Systeme vorstellen. Hinter dem Themengebiet verbirgt sich der Druck von leitfähigen Strukturen auf 3D-gekrümmte Oberflächen. Mit dem Aufdrucken von zum Beispiel Sensoren, Heizelementen oder Leiterbahnen auf Bauteile kann deren Funktionsdichte erhöht werden. Hier sieht man beispielsweise ein komplex geformtes Bauteil aus dem Automotive-Bereich, auf die wir Sensoren aufgedruckt haben. Hier ist ein kapazitiver Näherungssensor aufgebracht und wenn ich hier mit der Hand rangehe, sieht man hier die LEDs, wie sie die Entfernung anzeigen. Diese Meanderstruktur hier kann man nutzen, um das als Heizelement zu verwenden, aber auch um es als Dehnungssensor oder Temperatursensor zu nutzen. Bei unserem Druckverfahren wird mittels Jetdispensen die leitfähige Paste berührungslos aufgetragen und anschließend ausgehärtet. Neben dem Verfahren an sich bildet auch das Bewegungssystem und dessen Programmierung einen wichtigen Forschungsaspekt. Für Automotive-Anwendungen und großformatige Bauteile sind beispielsweise Roboter-Anwendungen präferiert. Und der Herr Mielke von Wandelbots wird Ihnen jetzt eine Möglichkeit der Programmierung von Robotern zeigen. Hallo, mein Name ist Gunter Mielke und ich bin Produktmanager bei Wandelbots. Der TracePen wird von den Tracking Stations per Infrarot im Raum geortet. Zuerst muss das Gesamtsystem kalibriert werden. Dafür wird der TracePen zunächst in den Kalibrieradapter gesteckt. Jetzt kalibriert sich das System im Raum. Das System ist fertig kalibriert und die Bewegungen des TracePens sind in der App sichtbar. Durch Drücken der Knöpfe am TracePen werden Keyframes entlang des geteachten Pfades erzeugt. Ein AI-Algorithmus sorgt dafür, dass aus den Rohdaten die Keyframes erstellt werden. Entlang dieser Keyframes fährt man in der Nachbearbeitung den Pfad ab. Es besteht die Möglichkeit, die Keyframes nach Belieben anzupassen. Nachdem der Pfad angepasst wurde, müssen nur noch die Signale zum Ein- und Ausschalten des Druckknopfs gesetzt werden. Die I/O-Signale werden innerhalb des geteachten Pfades integriert. Mit einem Klick auf Play kann man die Anwendung in der Skill Preview überprüfen. Ist das Ergebnis zufriedenstellend, wird das Programm auf den Roboter-Controller exportiert. Der Funktionsdruck zeichnet sich dadurch aus, dass ohne Anpassungen am Grundbauteil Funktionselemente an beliebiger Stelle aufgetragen werden können. Das sieht man gut am Beispiel der von Wandelbots geteachten Struktur. Aber auch CAD-basierte Bahnplanung ist möglich. Über eine Änderung des Drucklayouts kann man die gewünschten elektrischen und sensorischen Eigenschaften einstellen. Auch das Drucken von Isolationsmaterialien ist möglich, um beispielsweise metallische Bauteile zu funktionalisieren. Dies war ein kleiner Einblick in das Themenfeld des Funktionsdrucks. Falls Sie Fragen zu möglichen Anwendungen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.